Hi Leute, Jerry hier mit einer weiteren Folge von Klimbim, Klimbam. Und Floki steht gerade von meinem Schoß auf. Schön, dann kann ich ja wieder an den Tisch rutschen. Dann bin ich jetzt quietsch. Bin ich jetzt nicht ganz so weit vom Monitor weg, dann sehe ich auch, was passiert. Ach, ist das schön. Okay, ich hoffe, das Quietschen vom Mikrofon ist nicht so laut. Da dürft ihr mich auch gerne kritisieren. Wir sind, beziehungsweise ich bin jetzt hierhin zurückgegangen. Weil wir das letzte Mal ja bei Svester Genesa aufgehört haben. Und ich habe jetzt überlegt, gehen wir hier weiter, gehen wir zurück und schauen uns erstmal woanders um. Aber ich dachte mir, ja gut, gehst dich erstmal weiter. Weil erstens haben wir ja den neuen Skill bekommen, den Waffenskill. Den habe ich natürlich auch schon ausprobiert auf dem Weg hierher. Und ich habe noch was anderes geskillt. Ich habe nämlich geskillt, dass wir treten können. Und das ist, glaube ich, ganz gut, um Gegnern die Schilde zu klauen. Beziehungsweise, was heißt klauen? Halt zu zerschmettern. Und ihre Haltung zu brechen. Finde ich bis jetzt ganz cool. Ist ganz nice. Jetzt haben wir natürlich gleich zwei von den Dudes. Ich würde ja normalerweise jetzt meine Waffe, meinen Waffenskill benutzen, aber I don't know. Ich glaube, Heavy Attacken ist jetzt mal besser. Aber ich dachte, er schlägt mich jetzt direkt. Schlag mich! Gut. So, schön auf Abstand bleiben, schön auf Abstand bleiben. Oh mein Gott! Da kam noch einer. Und noch einer. Meine Güte, okay. Jetzt wird's spannend. Ich gehe in den Gang zurück. Oh oh. Ich bin schon einmal gestorben, das heißt, meine Mortal Shell ist jetzt nur noch eine einfache Shell. Jetzt habe ich wenigstens den richtigen Winkel, um die zu vermöbeln. Abstand, ich habe keine Stamina. Den Flammendämon habe ich natürlich schon besiegt. War eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe. Warum geht das denn nicht kaputt? Jetzt ist es kaputt. Keine Stamina. Oh shit, oh no. Oh Lord, have mercy. Oh Jesus Christ. Okay, damit war ich, damit bin ich tot. Cool. Ahem. Gut. Lief nicht so gut. Gehen wir da wieder hin. Okay, volle HP. Ein paar Quaddelkäppchen habe ich ready. Die zwei Dudes muss ich zusammenziehen. Aber ich kann mal meine Waffe aktivieren. Dann brennt die nämlich. Und macht wahrscheinlich besseren Schaden. Vor allem gegen die Schilde. Ich weiß jetzt nicht, ob die aus Holz oder aus Eisen sind. Aber ich kann es zumindest mal probieren. Schlag mich, schlag mich, schlag mich. Schlag mich doch. Nee, das hat der mich geschlagen. Ich weiß jetzt nicht, was das Feuer genau bringt. Weil mehr... Damage mache ich damit nicht. Aber vielleicht mache ich damit... ein Dot? Wäh. Zumindest habe ich nicht gesehen, dass ich mehr Damage machen würde. Vielleicht ist es einfach gegen manche Gegnertypen besser. Ich habe keine Stamina. Ich kann auch noch parieren. Das muss ich auch noch bedenken. Das muss ich öfter benutzen. Ey, komm zurück. Hallo, ich bin noch nicht mit dir fertig. Und meine Stimme versagt mir. Vielleicht sollte ich weniger Kaffee trinken. Aber ist das wirklich eine Option? Au. Okay, do it again. Diesmal bin ich bereit. Haha, hahaha, ich hab doch gesagt, ich bin bereit. Idiot! Das Spiel ist so schwer. Aber ich liebe es. Es macht richtig Spaß. Ein Gebet der Reue. Eine Tarsprore, die mich immun gegen Giftschaden macht. Weil ich so viel Gift in meinem Leben konsumiert habe in kleinen Mengen, dass ich komplett immun dagegen geworden bin. Ist das nicht schön? Erstmal einen rohen Pilz essen. Kann man die auch irgendwann verarbeiten? Das wäre natürlich ganz cool. Halt, hier ist noch eine eiserne Jungfrau. Abschrecksäure, sehr gut. Damit können wir wieder die Waffe upgraden. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Die Frage ist jetzt, ist das jetzt ein Hauptdungeon, das, wo wir jetzt sind? Oder, Manuskript der Verzweiflung. Oder ist das ein Side-Dungeon, den man machen kann, um seinen... also seine Waffen abzugraden. Ob man hier gar nicht rein muss. Beides fände ich interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich das coole finde, wenn das hier einfach nur ein optionaler Dungeon wäre. Oh, hier geht's gar nicht lang. Wo geht's denn dann weiter? Haben wir noch einen anderen Weg hier drin gehabt? Muss ja so sein. Aber dann ist das wieder ein Shortcut. Dann ist ja einfach nur eine Verbindung aus Shortcuts. Kann ich die eiserne Jungfrau hier aufmachen? Nein. Kann ich die eiserne Jungfrau hier aufmachen? Nein. Kann ich hier irgendwas? Da? Nee. Über uns ist Himmel. Das ist ja schon mal schön. Viel Licht kommt trotzdem nicht rein. Ganz schön Oh, die habe ich nicht aufgemacht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Die habe ich doch bestimmt aufgemacht. Okay. Klonk! So. Warten, Abstand. Stamina schön recovern. Ah! Warten, Lutscher!
Meine Stamina ist so unglaublich gering. Oh. Klonk! Ah! Mann! Sackzement! Immer kriege ich Schaden, Alter! Tut es not! Also jetzt mal im Ernst, was ist mit meiner Stimme los? Ich bin eigentlich nicht erkältet. Ich glaube, wir kommen von da links. Ich glaube, da ist der Eingang des Dungeons. Das macht auch vom Layout her Sinn. Dann werde ich mal sagen, wir müssen nach rechts gehen. Hat er mich bemerkt? Hat er mich bemerkt? Aber würde mich wohl nicht treffen. Haben die eigentlich einen Schädel auf oder ist das ein Helm auf oder ist das der Schädel, der da rausguckt? Abstand. Und Smash. Oh oh. Da war ich wieder zu gierig. Always the greed. The greed! Oh mein Gott. Oh mein Gott, keine Stamina. Schlag mich! Oh mein Gott, der langsame Schlag. Ah, Mann! Oh! Oh! Nein! Jetzt werde ich gleich von dem Flammending gekillt. Ich weiß es jetzt schon. Oh Gott! Ja! Wir haben noch einen HP oder so. Oh mein Gott, das hat schon wieder alles knapp. Und die droppen auch nichts zum Heilen. Schlag das Ding, bevor es dich angreift! Okay. 100 Tage gibt es. Oh, ein Quaddelkäppchen. Den kann ich doch parieren. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich verfehle das jetzt. Halbe HP wieder. Ich muss echt besser werden mit dem Parieren. Das ist so ziemlich die einzige Möglichkeit, uns zu heilen. Genau, da hinten war die Gruft mit dem Sarkophag, den wir aufgemacht haben. Und hier sind wir nicht lang gegangen, weil ich erst nach rechts gehen wollte. Das heißt, hier muss ja noch irgendwas sein. Und irgendwie schreit das ganze Areal hier jetzt noch ein bisschen nach Boss, ne? Ist das vielleicht auch einfach nur ein Verbindungsdungeon von einem Gebiet zum nächsten? Oh mein Gott, ist das mir auch noch schlagen von denen. Das geht ja gar nicht! So, was haben wir hier? Warum müssen Große unleserlich sterben, während Bettler und Banditen und unleserlich gedeihen? Der Körper ist nicht mehr als Brennholz, das von unseren Seelen verbrannt wird. Entzünde deine Leidenschaft und streife deine Zweifel ab. Für Ehrgeiz und Aufopferung. Nicht länger werden die Gebrechlichen umhegt, nicht länger die Kranken beschützt. Unleserlich die Schwachen, säubere das Fleisch, hinterlasse nichts als Asche. Yeah. Alles verbrennen, die Welt soll brennen! Dafür haben wir schließlich unseren Streitkolben. Und Dude! Hey, mein Dude, schlagen Sie mich. Schlag mich! Sollst du dich schlagen? Dankeschön. Oh. Ausweichen. Stamina. Wisst ihr, was wir uns jetzt auch mal auf den Schnellslot legen? Was ich eh die ganze Zeit sonst nicht benutzen würde. Wir können das hier auf jeden Fall mit auf den Schnellslot legen. Ach nee, A muss ich zuweisen. Und das ist Ausdauerregeneration erhöhen. Das ist Tar. Das ist alles nicht, was ich suche. Wir nehmen den Schnabbes und legen uns den dahin. Ach, das kostet Gesundheit, aber wahrscheinlich nicht viel. Jetzt erstmal auf jeden Fall den Schimmel. Ah ne, ist eigentlich die falsche Reihenfolge, ne? Ich hätte erstmal anders machen sollen. Ah ne, passt schon, weil der Schimmel. Was bist denn du? Wow! Okay, ich dachte, jetzt regnet es Feuer. Du siehst. Holy shit, ist der schnell! Ach du Scheiße! What? Wie rennt der nicht auf uns zu? Okay. Erstmal analysieren die Situation hier. Die Situation sieht nämlich nicht ganz so gut aus gerade. Okay. Lässt sich schon mal nicht staggern, aber wir können dem ausweichen. Ist quasi sowas wie ein Bossfight. Man kann den parieren, habe ich gesehen. Oh, shit! Wo bin ich? Ach, ich liege am Boden. Und ich brenne! Bin wie der Typ aus Digimon. Ich brenne! Wir haben keine HP. Wir haben legit zero HP. Oh mein Gott, der Dot hat uns aus der Shell rausgeschmissen. Oh Gott! Was mache ich denn mit dem? Wie soll ich den denn killen?
Okay, das hat funktioniert. Nochmal. Jetzt kommt er nochmal. Und jetzt kann ich. Abstand. Ich glaube, ich habe einfach nicht die richtige Waffe dafür, Fragezeichen. Oh Gott, der Feuer dort. Ja, umgeschmissen hätte ich jetzt nochmal nachsetzen können. Wusste ich jetzt natürlich auch nicht. Oh, das war guter Schaden. Ah ja, stimmt, der kommt ja nochmal. Ah, der Feuer dort. Please. Please. Don't do it, man. Einfach auf die Schnauze. Und nochmal treten. Und jetzt nachsetzen. Los, schlag ihn. Er ist tot. Wir haben gewonnen. Okay. 186 Tar ist ein Standardgegner. Ist nichts Besonderes. Hat nichts fallen gelassen. Ich weiß auch nicht, ob der respawnt. Wahrscheinlich wird er respawnen. Hier liegt auf jeden Fall ziemlich viel Klambam. Lass mal den Schimmel essen. Verbraucht zwar meine Entschlossenheit, aber ich brauche HP gerade. Ach, das ist Instant Heal. Okay. Immerhin ein bisschen was. Ein Blick der Zuneigung. Ist hier noch was? Nee. Das wird wahrscheinlich jetzt ein Shortcut sein. So vom Layout her müsste das zumindest ungefähr passen. Och, Quaddelkäppchen. Thank the Maker. Wir trinken jetzt mal den Schnappes, um zu sehen, wie viel Damage der macht. Ah, oh, der macht schon ordentlich Schaden. Aber wenn ich pariere, dann mache ich ja damit Profit. Bei den HP. Ich darf mich halt nur nicht wieder treffen lassen. Ist das die Tür, die wir... Das, ja, das ist die Tür. Okay, einen weiteren Shortcut aufgemacht. Also schon mal ein bisschen was erreicht wenigstens. Oh, Jesus! Yes! Parade getroffen. Sehr gut. Und dann gleich den nächsten Schnappes zischen. Damit wir noch eine Entschlossenheit haben. Huch, ich hoffe. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sind zwei einzelne Dudes. Da kann man auf jeden Fall runterfallen. Ich will also nicht... Oh, drei Dudes. Ich will so nicht auf der Brücke kämpfen, ich will die zu mir ziehen. Kann ich die einzeln, die zwei Dudes? Ja, nice. Schwert Heini kommt nicht nach. Das sind andere Statuen, die haben wir so noch nicht gesehen, glaube ich. Watschel, watschel, watschel. Sie watscheln auf mich zu. Watscheln, watscheln, watscheln. Schlagen kann ich im Nu. It finally worked, my dudes. So, wie mache ich jetzt den? Wahrscheinlich einfach schlagen, wa? Und Abstand. Stamina regenerieren. Schön drauf achten. Ja. Und Smash! Yes! Erwischt! Juhu! Es fühlt sich echt gut an, jemanden zu parieren in dem Game. Also da muss man schon mal sagen, das ist echt ein gutes Gefühl. Oh Gott! Jesus! Bunking fuck! Holy ass! Oh. Ich werde zu alt für das Game. Das ist nicht mal ein Horror-Game. Ich erschrecke mich einfach nur vor allem, was da ist. Okay, mache ich den jetzt direkt auf? Ich glaube, ich gucke echt wirklich erstmal da hinten nach, ob da noch irgendwas ist. Ob ich die Tür aufkriege. Tür. Tatsächlich geht die Tür auf. Heiligtum der Flamme. Okay, das klingt gut. Das klingt so, als würde ich da hinwollen. Das find's immer noch so geil, wie die wegfliegen. Das sieht so funny aus. Oh! Nice Ausweichrolle, Alter. Ich hatte noch einen. Da unten wahrscheinlich. Oh, da ist noch so ein Dual-Wield-Dude, oder? Ne, da machen wir erstmal den Sarg. Sehe auch nicht, was da schief gehen kann bei dem Sarg. Also abgesehen davon, dass ich vielleicht nochmal erschreckt werde. Aber da werden wahrscheinlich nur die Geister wieder rauskommen. Der schiebt das jetzt mal auf. Erwachter Stein. Schnell weg, 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 weg. Okay, du bist ein... Du bist einfach nur ein respawnter Dude. Das geht ja sogar. Oh. Und nochmal. Bonk auf den Kopf. 100 Schaden. Oh, muss ich das vielleicht so kombon? Oh, da kommt noch einer. Gut, dass ich da weggegangen bin. Und... Bumm! Okay, das hat funktioniert. Braucht nur ewig, bis dann die Stamina wieder regeneriert ist. Kann ich den da runterschmeißen?
Oh, lässt sie nicht staggern dann. Sehr gut. Höp. Also die 1v1-Duelle sind auf jeden Fall sehr, au, sehr spannend. Ich bin froh, dass wir nicht so viele große Gegner auf einmal haben bis jetzt, die uns auf einmal vermöbeln wollen, sondern dass wir immer nur so kleine Dudes haben, die man ganz gut mit den leichten Attacks auch staggern kann. Das hilft ungemein. Ich glaube, wenn ich drei von den großen Dudes hätte, kann ich einfach auch mich hier auf den Boden legen und warten, bis es vorbei ist. Das ist ein bisschen so wie bei einer Zombie-Invasion, wenn du Highspeed-Zombies hast, die permanent sprinten. Dann kannst du dich eigentlich auch auf den Boden legen, weil dann ist es ist over. Es ist straight up over. Kannst du nicht gewinnen. Weil wenn die rennen, die Zombies, und niemals aufhören müssen zu rennen, weil sie keine, weil sie sich nicht auf ihre Lungen verlassen müssen, dann ist halt einfach GG. Wie willst du das als normaler Mensch irgendwie kompensieren? Aber wir schweifen ab. Ich glaube, ich habe jetzt alles, was außenrum lebt, zum Nicht-mehr-Leben gebracht. Und jetzt kommt er hier wieder. Ah, das reicht schon. Um ihn zu staggern. Oh Gott, während ich ihn in einen Heavy-Attack mache, kann ich nicht mehr abbrechen. Okay. Abstand, Abstand, Abstand. La-di-da-di-da-da. Erstmal die Quaddelkappe. Das kann man nicht parieren! Ich dachte, das kann man da parieren. Ah! Oder wenn es rot leuchtet, kann man es nicht parieren. Wie war denn die Regel? Ich weiß es nicht mehr. Oh, das ist schlecht. Abstand! Okay, so einen schnellen Attack könnte ich durchaus parieren irgendwie. Mal kurz gucken, ob das hier was zum Heilen ist. Es sind tatsächlich Quaddelkäppchen, oder es ist zumindest eins. Ist besser als nix. Tritt! Keine Stamina, warten. Okay, der hängt da fest. Oh oh. Okay, ich hätte gewonnen. Von der Präsenz des Angriffs her, von der Rio. Oh! Ah! Oh! Okay, okay, läuft, läuft. Er läuft auf mich zu. Oh shit! Wir haben gewonnen! 200 Tar. Na gut, haben wir gewonnen? Ich verbrenne gerade noch. Ganz langsam. Ich hoffe, das war's jetzt mal mit dem Dungeon. Ich glaube allerdings nicht. Sieht ja auch spannend aus, ne? Wo kommt das her? Wo kommt die Lava her? Was ist denn das? Das sieht aber sehr futuristisch aus, ne? Fast so ein bisschen so, als wäre das Quatsch. So, sind hier ein paar leichte Dudes drin? Ne, da ist gar nichts drin. Auf der anderen Seite wahrscheinlich dann auch nicht. Aber was ist hier oben? Hier ist ein Stab. Den kann ich nicht nehmen. Hier ist Schwester Genießer. Die Gute. Was ist das? Trinke Nektar. Ungern. Erstmal mit ihr reden. Gerne. The body is a tainted vessel fraught with impurity. I do not miss it. Well, perhaps I do miss one or two pleasures of the flesh. I once thought we were alike. These disciples and I. We would so. Consecrated by ragged edge and raging flames. They seek only to be one with their emoliating god. I pray that you do not find yourself upon the pyre. Alles klar. Vielen Dank für die Info. So, da ich da den Tritt offscreen gelevelt habe. Warum auch immer ich das gemacht habe, weiß ich auch nicht. Da war mein Hirn nicht an. Die Vision ist eine Bürde, mein lieber Bruder. Ich mache dir keine Vorwürfe dafür, dass du dieses Reich voller Blender und Scharlatane zurückgelassen hast. Ich fürchte, unser Wissen ist ein Privileg, das uns nur durch unser Schweigen gewährt wird. Jede Entdeckung liefert unseren Meistern lediglich mehr Ketten. Okay, dann. Salomon hat eine Chance, sich zu heilen, wenn er eine Waffenfähigkeit zum Töten eines Feindes einsetzt. Das heißt, während die an ist? Fragezeichen? Weiß ich nicht. Verhärtungsdauer deiner Gegner bei der Trennung von Salomon erhöht sich. Okay. Ich meine, ja, skillen wir halt. Moment, was braucht man dafür? Viel Einblick.
Töten eines Gegners mit einem verstärkten Konter gewährt die Chance, deine Entschlossenheit vollständig zu regenerieren. Das ist echt gut, ne? Beim Halten einer göttlichen Glandula. Okay, keine Ahnung, was das ist. Erhalte erneut eine letzte Chance, wenn du genug Gegner besiegst. Das ist doch echt gut, ne? Aber ich brauche erstmal so viel Einblick. Verhärten in der Luft verursacht bei der Landung verheerenden Schaden. Okay, das kennen wir auch schon. 20 Einblick kriege ich niemals zusammen. Ich weiß gar nicht, wo ich das hernehmen soll. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit dem restlichen Tar machen soll, wenn ich das ausgegeben habe. You hide behind that mask. I know you far better than I ever knew him. You've shown me a second path. Do you hear that? Hope is a funny thing you've kindled in me. A little yarn we spin. But perhaps it may yet come true. Ja, vielleicht. Okay, das kann ich mir jetzt nicht mehr leisten, weil ich nicht genug Einblick habe. Aber das wird schon noch okay. Wir sind geheilt, wir haben recht viel Entschlossenheit. Sind die Gegner jetzt respawned? Das wollte ich ja schon lange mal ausprobieren. Die Gegner sind nicht respawned, das ist gut zu wissen. Okay, wir trinken das hier. Kann nicht schlecht sein. Einfach in den Helm rein. Oh mein Gott, wie... Jesus, chill doch mal ein bisschen. Oh Gott. Deswegen, liebe Kinder, keine Seife trinken. Oh oh. Oh Gott. What is you? Ach so, okay, ich dachte, das wäre irgendeine üble Abomination. Das ist einfach nur ein riesiger Dude. Hey, der hat einen größeren Klobber als ich. Ich will den haben. Imrod, der Ruhelose! Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig, Imrod. Wow! Mal gucken. Ich bin swifter als er. Oh, Feuer! Gut, damit hätte ich irgendwie rechnen können. Ups, da habe ich zwar gedrückt, aber naja. Damage ist okay von uns. Die Frage ist nur, macht mein... Ui! Schlag mich! Au, nicht so dolle. Oh mein Gott! Yep. Ich dachte, ich denke mal, ich kann das parieren, aber ich kann da gar nicht parieren. Ich bin da viel zu bad für. Okay, erstmal die Waffe aktivieren. Oh oh. Oh, das geht! Gut, hätte ich vielleicht nicht jetzt machen sollen, jetzt wo ich volle HP habe. Okay. Der brennt tatsächlich, habt ihr gesehen? Da war Feuerdamage dabei. Okay, okay. Ich würde sagen, das läuft. Dodgen, dodgen, aktivieren. Und Smash! Okay, wenn das. Wenn ich eh schon brenne, dann kann ich einfach weiterschlagen, ne? Oh. Verreck! Das Feuer kommt schon tick durch. Wow! Wahoo! Yippie! Yahoo! First try! Finish him! Warte, was? Oh. Weiß auch nicht, hätte ich irgendwie mitrechnen können. Oh oh. Sein Stöcker brennt. Sein Stöcker brennt nicht mehr. Oh, das war schneller als ich dachte. Do it. Dass meine Verhärtung da aushält, ey. War das ein Kick? Okay, okay. Das macht kein Damage, weil es trifft nicht. Oh, das trifft. Oh, da kommt noch mehr! Abstand. Das trifft nicht. Wo ist mein Alkohol? Hier. Ich muss den parieren. Oh! Ich weiß nur nicht, welchen Angriff ich parieren will. Vielleicht den hier. Nein, den bestimmt nicht. Ich glaube, wenn das Ding leuchtet, muss ich dodgen.
Au! Der kann auch treten. Steh auf! Steh auf! Wirft er jetzt den Leichnam nach mir? Wirft er jetzt einfach einen Feuerball quasi? Jo! Was? Wieso hat mich das getroffen? Okay. Do it! Ja. Was für ein Trottel. Ups, das war die falsche Taste. Das war definitiv mein Fehler. Das ist easy zu blocken, also zu kontern. Oh, Jesus. Do it again. Schlag mich! Nein, nicht der Fuß! Oh nein, 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 nein. Lass mich aufstehen! Lass mich aufstehen! Auf ihn zu, auf ihn zu, auf ihn zu, auf ihn zu! Das ist Damage Time. Ups, 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 ich hab Support bereut. Was? Das hätte doch, ich hätte doch, war ich da zu früh? War das unblockbar? Also unparierbar? Na gut, ich hab den jetzt. Okay, wenn ich mich jetzt konzentriere, habe ich ihn. Ich darf halt nur nicht, naja, sterben. Der Klassiker also. Einfach nicht sterben. So einfach sind Bossfights nämlich. Blocken, dodgen. Trifft nicht, dann schlagen, schlagen, ausweichen. Weiter ausweichen. Gucken, was er macht. Blocken, schlagen, schlagen, dodgen. Ich weiß immer noch nicht, wann ich den parieren kann. Das kann man nicht parieren, das kann man auch nicht verhärtet blocken. Das kann man zwar blocken, aber muss ich ja nicht provozieren. Das war knapp, das hätte ich bestimmt parieren können, aber keine Ahnung, wann das Timing ist. Abstand. Bisschen mehr Abstand ist besser als zu wenig Abstand. Das kann man bestimmt auch parieren. Waffe an. Oh, ich bin in der Luft. Schlag mich! Heute noch! Dankeschön. Der Feuerdot ist gut. Wir machen jetzt einfach den guten alten Dodgeroni. Und den langsamen Schlagi-Schlagi. Siehst du, das passiert, wenn man die Verhärtung anhat und der eintritt. Sonst nimmt er sich wieder seine Leiche. In der Zeit kann man den gut bearbeiten. Leider bin ich jetzt gerade nicht dran gewesen. Kurz warten, bis die Stamina wieder regeneriert und der mich einmal wegboxt. Und Launch! Und jetzt kann ich wieder drauf. Und Abstand. Alles easy. So, das war's doch jetzt hoffentlich. Oder hat er noch eine dritte Phase? Der hat noch eine dritte Phase! Ne, okay, ich dachte schon. Einblick der Vernichtung. Yeah. Yay, wir haben den Boss geschafft. Ich glaube es nicht. Was kriege ich jetzt? Huch. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Ach, das ist jetzt weiter unten, ne? Ach, jetzt ist hier die... Ah, eine Glandula. Ach so. Was ist das? Wieso pulsiert das? Geh da nicht rein! Entzündete Glandula. Ich blinke. Entzündete, entstehende Tar. Was? Moment, Moment. Ganz langsam. Eins nach dem anderen. Einblick der Vernichtung. Rauch steigt aus diesem brodelnden Einblick auf. Qualvolle Schreie gehen vom Inneren des brennenden Kerns dieses Einblicks aus. Die Gesichter der Toten nehmen in dem Schleier aus Rauch und Asche Gestalt an, der daraus hervorgeströmt wird. Mit der Zeit sehen ihre Gesichter mehr und mehr wie das des Betrachters aus. Des Betrachters? Ist das der Gott? Der Watcher quasi? Entstehendes Tar. Entstehender Tar, der von reinem Nektar abgeschieden wird. Aber wo ist die Glandula? Ich dachte, die wäre jetzt hier mit dabei.
Nee, ich möchte eigentlich Einblicke, unbegrenzte Nutzung, Ausrüstung, großer Bolzen. Ach, den kann ich jetzt auch für irgendwas benutzen. Entzündete Glandula, da. Ein geschwollener, muskulöser Knoten, der Hitze ausstrahlt. Was zum Teufel ist eine Glandula? Das muss ich gleich dringend mal googeln. Dieser Klumpen Fleisch pulsiert mit warmer, feuchter Hitze, als würde er noch atmen. Die Präsenz der Glandula verzerrt die Sinne. Dein Kopf beginnt mit fieberhafter Intensität zu pochen, je länger du dies hältst. Okay. Schwester, Genevieve, oder wie du heißt. Ach, Genessa, genau. Was hast du zu sagen? Your triumph is nothing short of miraculous. Foundling. That sacred gland in your hands holds the purest sacrament. The true nectar inside is not meant for you or I. And yet, it is all we hunger for, whether lost or devout. Such a rare gift arouses covetous desire. Remain wary and keep it. Okay. Aber wozu brauche ich das? Ich meine, es leuchtet jetzt halt. Wird wohl irgendwas tun. Und wir haben eine Fähigkeit, dass wir mehr maximale HP haben, solange wir das Ding halten. Weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, was ich mit dem Tar machen soll. Ich krieg so viel Tar, aber ich kann das irgendwie nur fürs Leveln benutzen. Und leveln kann ich nur, wenn ich Einblick habe. Und Einblick ist das, was mir fehlt. Schwierig, schwierig. Aber wenn ich jetzt gerade auf die Zeit gucke, würde ich sagen, wir machen hier das nächste Mal dann weiter, weil wir haben da hinten noch einen Weg, den wir runtergehen können. Vielleicht ist da noch was. Wenn da nichts ist, dann muss ich halt danach offscreen zum Hub laufen. Das ist ja kein Ding. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich google jetzt, was eine Glandula ist und dann werde ich euch das bestimmt in der nächsten Folge hoffentlich mitteilen können. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich. Und ciao.